Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 10. Verleihung des Essener Solidaritätspreises. Mein Name ist Harald Stollmeier, ich bin Pressesprecher der Novitas DKK und darf Sie durch diese Veranstaltung begleiten. Ich tue das im Auftrag und im Namen unseres Gastgebers, des Vorstands der ThyssenKrupp AG, Herrn Oliver Burkhardt. Guten Morgen, Herr Burkhardt, vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Insbesondere das mit dem Willkommen heißen. Ich habe ja hier gar kein Heimspiel. Und ich tue es im Auftrag meines Chefs, des Vorstands der Novitas BKK, Herrn Rainer Geißler. Guten Morgen, Herr Geißler. Der Essener Solidaritätspreis wird heute zum 10. Mal vergeben. Wir haben damit angefangen vor 9 Jahren, unter anderem aus dem Gedanken heraus, Sie haben ja alle heute schon Zeitung gelesen und Radio gehört und so, aus dem Gedanken heraus, dass es wahnsinnig viele, ja mehr als genug schlechte Nachrichten gibt, aber merkwürdigerweise nicht so viele gute Nachrichten. Und im Laufe der Jahre haben wir gelernt, dass es genug gute Nachrichten gibt, man muss nur hinsehen, aber auch, dass wir dazu beitragen können, dass es gute Nachrichten gibt, indem wir gute Taten begehen. Ich glaube, dass wir heute noch sehr viel mehr und etwas Neues darüber lernen können. So viele Preisträger hatten wir nämlich noch nie. Und es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Mannschaft hier. Als Novitas-Mitarbeiter finde ich auch das Grün übrigens sehr schön. Dieser Preis hat aus Gründen, über die Sie nachher auch nochmal erfahren werden, zwei Väter, zwei Stifter hat der Preis sozusagen, aber er hat auch einen Schirmherrn. Und das ist ein Politiker. Politiker sind Menschen, die das Gute mit das Gemeinwohl übersetzen und um das Gemeinwohl ringen. Und nun haben wir ja gerade Wahlkampf gehabt und Wahlkampf ist eine Zeit, in der man zwischen Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, eher die Unterschiede erkennt. Und so hat man zwischen dem bisherigen Oberbürgermeister Reinhard Pass und dem neuen Oberbürgermeister Thomas Kufen im Wahlkampf natürlich vorwiegend die Unterschiede erkannt. Heute erkennt man eine Gemeinsamkeit, eine große Gemeinsamkeit. Ich freue mich sehr, dass Herr Kufen ohne zu zögern gesagt hat, das mache ich. Und ich freue mich sehr, dass ich sagen darf, herzlich willkommen, Herr Oberbürgermeister Kufen. Vielen Dank. Ja, ich sagte schon, es ist ein kleiner Ausschnitt. Wir haben zwar eigentlich noch nicht so viele Preisträger hier gehabt, ein bisschen vielleicht bei den flotten Socken, aber im Grunde genommen könnte man 800 Menschen als Preisträger bezeichnen. Alle, die zu Essenpakt angehören, finde ich großartig und sage im Namen unserer Gastgeber herzlich willkommen. Ganz besonders hebe ich hervor Herrn Markus Pajong, der stellvertretend für alle nachher den Preis entgegennehmen darf und auch erzählen darf von der Arbeit von Essenpakt. Herzlich willkommen, Herr Pajong. Von Anfang an haben wir die Preisträger der Vorjahre immer wieder eingeladen zu dieser Veranstaltung. Und es ist schön, dass immer wieder viele gekommen sind. Es ist schön, dass auch heute mehrere Preisträger anwesend bzw. vertreten sind. Ich begrüße für den Essener Chancen e.V. Herrn Kurt Ehrke. Herzlich willkommen. Für die Fürstin Franziska Christine Stiftung Frau van Bonn und Herrn Heidrich. Herzlich willkommen. Und nicht vertreten, sondern persönlich da ist Herr Ulrich Bolz. Frau Bolz, Herr Bolz, herzlich willkommen. Wenn Menschen geehrt werden, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, dann sind auch viele andere da, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt nicht jeden namentlich begrüße, der das verdient hätte, sondern einfach stellvertretend. Stellvertretend, wo ist sie denn, die Frau Dick Gräber? Stellvertretend für alle zwei Namen nenne, nämlich Frau Christel Dick Gräber für die Wiese e.V., und
den Vorsitzenden unseres Verwaltungsrates, des Verwaltungsrates der Novitas BKK, Herrn Dr. Harald Obendieck. Ihnen, lieber Herr Dr. Obendieck, kann ich ja nicht sagen, herzlich willkommen, denn Sie haben hier ein Heimspiel. Herr Dr. Obendieck wohnt beruflich hier und ist ein enger Mitarbeiter unseres Gastgebers, Herrn Burkhardt. Damit schließt sich der Kreis und ich schließe meine Begrüßung und das Wort, lieber Herr Burkhardt. Ich stelle mich erstmal hin, wo man es hinstellen muss, an einen Rednerpult, denn ich habe die schöne Aufgabe, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. By the way, das Grün gefällt mir auch ganz gut, wenn es nicht ganz so passt mit unserem Blau, aber es ist doch so, zumindest die gleiche Grundfarbe. Wir werden unser Logo, das konnte man lesen in der Zeitung, demnächst ändern. Grün wird es allerdings nicht, das kann ich schon mal sagen. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, werte Anwesende, herzlich willkommen hier im ThyssenKrupp-Quartier. Mein Name ist Oliver Burkhardt, ich bin seit 2 Jahren, 9 Monaten und ein paar Tagen Personalvorstand und Arbeitsdirektor hier in diesem kleinen, feinen Unternehmen im mittleren Ruhrgebiet mit 40.000 Beschäftigten zwischen Dortmund und Duisburg, also reichlich sozusagen unterwegs hier in dieser Region, und freue mich, dass auch dieses Jahr, das zweite Mal jetzt, glaube ich, den 10-jährigen Bestehen dieses Solidaritätspreises, Sie den Weg hierher gefunden haben und bei uns diese Preisverleihung vornehmen. Es ist schon bemerkenswert, was Sie gemacht haben mit Essen packt an. Ganz persönlich, an dem Tag, als das sozusagen ELA hier durchgezogen ist, bin ich eine Dreiviertelstunde später von der 52 hier in die Stadt reingefahren, am Sonntagabend, ich weiß noch wie heute, Pfingstmontagabend. Und das sah schon wirklich schrecklich aus. Und sozusagen, dass hier Menschen angepackt haben, das ist nicht unbedingt verwunderlich angesichts des Ausmaßes sozusagen der Schäden, aber wie sie es gemacht haben, ist schon bemerkenswert und allemal einen Preis wert. Und ich bin froh, dass wir heute den verleihen können. Ehrenamtliches Engagement, wenn Sie sich umschauen, derzeit hat nicht erst seit Ihnen sozusagen Konjunktur. Ich bin sehr stolz darauf, dass ganz viele auch unserer ThyssenKrupp-Mitarbeiter in vielen, vielen Projekten derzeit rund um das Thema Flüchtlinge sich engagieren. Auch wir als Konzern Ihnen sozusagen dafür freigeben, weil eben es notwendig ist, wenn man sozusagen dieses Ausmaß sieht. Dann kann man feststellen, dass es mit normalen Bordmitteln derzeit nicht mehr zu bewältigen ist, und deswegen ist Ehrenamt gerade in diesen Tagen, kann man es nicht hoch genug schätzen, als Ausgleich dafür, dass wir hoffentlich dann irgendwann wieder in stabilen Verhältnissen es auch gemeinsam als Staat, als Institution werden wieder tragen können. Aber ich bin sehr froh, dass so viele Menschen sich hier engagieren, so viele Mitarbeiter von TK und dann natürlich auch Sie im Rahmen Ihres Projektes. Wenn Sie heute hier zu Besuch kommen in diesem Campus, werden Sie feststellen, das sieht ja sehr modern aus und da ist ja alles bestens vielleicht. Wir haben wirklich auch stürmische Zeiten hinter uns. ELA sozusagen war auch bei uns hier sehr aktiv. Das kam eher das Sturmtief aus Brasilien in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz haben wir eines geschafft und das ist sehr wichtig. Wir haben das Recht wieder zu existieren uns erarbeitet. Und jetzt sind wir alle 90 Tage, so ist es an den Finanzmärkten, immer wieder angehalten zu zeigen, dass wir ein besseres Ergebnis abliefern können, ohne zu viel zu versprechen. Unser Geschäftsjahr ist ja gerade geendet. Ich glaube, es wird auch kein schlechtes sein und dementsprechend auch weiter dokumentieren, dass wir wieder auf dem Weg der Besserung sind. Dieser Patient erholt sich, wenn auch langsam, aber er erholt sich. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kufen, sehr geehrter Herr Burkhardt, Herr Dr. Obendieck, Herr Payong, meine Damen und Herren. Wissen Sie, wie alle Traditionen entstehen? Irgendwann hat jemand angefangen. Und 1836 fing hier in Essen Alfred Krupp damit an, einen Zuschuss an die, so hieß sie damals, Hilfskrankenkasse der Kruppschen Gussstahlfabriken. Das war unser Gründer zu zahlen. Das war vor 179 Jahren. Aus diesem Anfang ist halt die Novitas entstanden. 2006, Herr Staumer erwähnte es gerade schon mal, fingen wir an, Essener Bürgerinnen und Bürger zu ehren, die in beispielhafter Weise Solidarität vorleben. Das war vor 9 Jahren. Und aus diesem Anfang ist der Essener Solidaritätspreis geworden. Und 2014 fing eine Handvoll Essenerinnen und Essenern an, ihre Stadt von Trümmern und Bäumen zu befreien. Das war vor 1,5 Jahren. Und ist etwas Großes daraus entstanden, was es so vorher, glaube ich, noch nie gab. Es ist heute nicht mein Amt, diese neue Tradition ausführlich zu würdigen. Mein Amt ist es, Danke zu sagen
Auch Ihnen, meine Damen und Herren, von Essen packt an. Aber zuvor gilt mein Dank erstens natürlich unserem Gastgeber, Herrn Burkhardt. Ohne ihn wäre diese Tradition von Essen, des Essener Solidaritätspreises, vielleicht schon vor 2 Jahren zu Ende gegangen. Denn wir haben unseren Dienstsitz in großen Teilen von Essen nach Duisburg verlegt und wir hatten die Räumlichkeit nicht mehr, um sowas durchzuführen. Und dabei ist die Idee entstanden, warum gehen wir nicht mit unserem großen Partner zusammen? Ich habe Herrn Burkhardt angesprochen und der hat genauso spontan geantwortet, natürlich, da mache ich mit, das können wir hier im Quartier machen. Herzlichen Dank dafür und auch fürs nächste Jahr. Zweitens danke ich 3 Oberbürgermeistern der Stadt Essen. Zuerst Annette Jäger. Sie war es, die diesen Solidaritätspreis von Anfang an mit uns begleitet hat und etabliert hat. Zweitens Reinhard Paas, der nicht nur würdig an der Verleihung mitgewirkt hat, sondern auch intensiv in die Jurygespräche sich mit eingebracht hat. Und natürlich Herr Thomas Kufen, der ohne zu zögern sofort gesagt hat, ich mache mit, ich übernehme auch offiziell die Schirmherrschaft für diesen Preis. Dafür von mir aus schon mal herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das, worum es heute geht, ist mehr als nur ein gegenseitiges Loben. In Wirklichkeit sprechen wir heute, wie schon in den 9 vorausgegangenen Preisverleihungen, darüber, wie unser Land sein soll und wie wir in unserem Land miteinander zusammenleben wollen. Dieses Wie wird in 3 Kreisen geprägt. Der äußere Kreis, der Rahmen, in dem sich alles geschieht, ist unser Grundgesetz. In diesen turbulenten Monaten mit Hunderttausenden von Menschen auf der Flucht, mit einem Messerangriff auf eine Oberbürgermeisterin, mit Brandanschlägen in Flüchtlingsheimen, sollten wir alle einmal wieder ins Grundgesetz hineinsehen. Und da besonders in die ersten 20 Artikel, in denen die Grundrechte definiert sind und die keine Mehrheit mehr verändern darf. Der mittlere Kreis, das sind die Organisationen, Institutionen, Unternehmen und ihr politisches und soziales Handeln. In diesen Kreis gehören Maßnahmen wie der Vertrag über die Einführung der Gesundheitskarte für Asylbewerber hier in Nordrhein-Westfalen. An seinem Zustandekommen war die Novitas maßgeblich beteiligt. Es war uns wichtig, damit nach innen und außen deutlich zu machen, wir dürfen diese Menschen in Not nicht im Stich lassen. Und auch nicht ausgrenzen. Natürlich gehört in diesen mittleren Kreis auch die Prüfung der Machbarkeit, der Prozessplanung und die Steuerung des Zuzuges. Sonntagsreden allein bauen keine Unterkunft. Der innere Kreis, und der ist der wichtigste. Dort wird nicht beschlossen und geregelt, dort wird getan. Das ist der Kreis, in dem Menschen einander ins Gesicht sehen. Sie sagen nicht, jemand müsste es tun oder ihr müsst das tun. Sie sagen, wir tun es. Und jedes Wir besteht aus vielen Ichs. Jeder Einzelne, der einen herabgefallenen Baum aufhebt, der einen Helfern eine Tüte Brötchen bringt, verändert die Welt. Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Jeder ganz normale Mensch. Im Fall von Essen packt an, haben ganz normale Menschen einfach angepackt. Diese Menschen haben vorgelebt, wie einfach Zusammensein sein kann. Und sie zeigen uns, wer in dieser unübersichtlichen Welt einen Unterschied zum Guten machen kann. Jeder Einzelne von uns. Für dieses Beispiel danke ich Essen packt an herzlich. Ja, vielen Dank für die freundliche Aufnahme, Herr Burkhardt. Das ist großartig, dass ThyssenKrupp eine gute Plattform bietet, einfach, und dass Sie unkompliziert eben auch schon aussprechen, im nächsten Jahr sehen wir uns hier wieder. Das ist, glaube ich, eine schöne Geste. Herr Geißler, Ihnen stellvertretend für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danke ich sehr herzlich. Denn das ist ja erstmal nichts Selbstverständliches. Nach einer Krankenkasse, ein Unternehmen sagt, wir machen einen Preis für Solidarität. Und zeigt sozusagen in der Breite,
das Engagement aus, das auch kontinuierlich, das nötigt mir, nötigt uns Respekt ab. Ja, nicht zuletzt auch die Preisträger selbst, von Essen packt an, in der ersten Reihe Herr Bayonk, dahinter geht es weiter, wahrscheinlich haben sie schon gesagt, sagt der jetzt auch was zu den grünen T-Shirts oder so, oder das gefällt oder nicht. Also das gefällt natürlich auch, weil es mich daran erinnert, dass wir 2017 grüne Hauptstadt Europas werden. Insofern gibt es da auch viel zu tun und anzupacken und sicherlich auch für uns gemeinsam da viele Dinge. Insofern haben sie da eine richtige Farbe gewählt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße auch die vorherigen Preisträger. Und dass sie heute dabei sind, zeigt eben auch die Verbundenheit. Das ist eben, Herr Geißler, nicht ein Preis, den man eben so im Vorbeigehen mitnimmt. Und dann ist er vergessen, sondern das ist eben auch Ausdruck der Wertschätzung nicht nur der Preisträger, sondern auch demjenigen gegenüber, der den Preis verleiht. Wenn man immer wieder das auch mit verfolgt, in welche Reihe man steht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Geste, die wir insgesamt hier haben. Deshalb war es für mich natürlich selbstverständlich, dass ich als Oberbürgermeister auch die Schirmherrschaft über den Essener Solidaritätspreis übernehme. Ich finde, das ist eine große Ehre und habe die ohne zu zögern selbstverständlich angenommen. Eine ganz besondere Ehre, heute zum 10. Mal die Auszeichnung vornehmen zu dürfen und die diesjährigen Gewinner auch vorzustellen. Zunächst möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, grundsätzlich nochmal Anknüpfung zu nehmen an das, was wir mit Solidarität verbinden. Ich spreche hier natürlich auch über die vielen Menschen, die aus vielen Teilen der Welt gerade zu uns nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen, nach Essen kommen, um hier als Flüchtlinge eine neue Heimat zu finden. Und wir haben alle das Zitat der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ohr, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Natürlich sage ich auch aus kommunalpolitischer Sicht, ja, wir schaffen das und schiebe immer weiter auch ein Noch hinterher, weil das natürlich auch mittlerweile nach mehreren Monaten im Krisenmodus vom Neidung von Obdachlosigkeit, jeden Tag von 35 Menschen nach Essen, die untergebracht werden sollen, müssen und nicht nur untergebracht, sie müssen auch integriert werden. Der zweite Teil, der viel schwieriger ist, am Ende geht es auch darum, dass die Kinder einen Kita-Platz bekommen, dass sie in die Schule kommen gehen können, dass junge Menschen sich auch sozial engagieren können und Freizeitbeschäftigung finden können. Alles das wird uns noch lange beschäftigen. Und das wird ohne Solidarität, auch der aufnehmenden Gesellschaft, nicht funktionieren. Und deshalb weiß ich, ja, wir schaffen das, weil gerade wir im Ruhrgebiet ein großes Herz haben, weil wir auch tatkräftige Hände haben zum Anpacken. Und wir natürlich auch wissen, dass hier eine Region ist, wo man eben nicht bis zum x-ten im Stammbaum nachverfolgen kann, wer alle schon hier auf der heimischen Scholle gesessen hat. Nein, das ist ja immer ein Schmelztiegel gewesen. Für Menschen, die eben nach Essen kommen, nach ins Ruhrgebiet kommen, weil sie eben damit Hoffnung auch verbinden, dass es ihren eigenen Kindern besser geht. Und das ist für viele, die hier heute sitzen, die genau die gleiche Motivation gewesen, hierhin zu kommen, oder für ihre Vorfahren. Und ehrlicherweise, wenn wir uns gelegentlich mal in die Schuhe von anderen stellen, die aus Syrien kommen oder aus dem Kosovo, wahrscheinlich würden wir uns vielfach gar nicht anders verhalten. Ich glaube, auch diese Perspektive gibt es natürlich noch. Sehr geehrter Oberbürgermeister Thomas Kofen, sehr geehrter Oliver Burkhardt, sehr geehrter Rainer Geißler, sehr geehrte Damen und Herren, hallo liebe Epalaner. In den letzten Tagen habe ich mich gefragt, wo soll das alles bloß enden, jetzt den Solidaritätspreis der Stadt Essen zu bekommen. Und eigentlich sind wir damals am 10.06. oder danach nur angetreten, um helfen zu wollen. Um anderen Menschen einfach helfen zu wollen und gar nicht irgendwie an Preise gedacht oder andere Dinge. Das war alles so weit für viele. Und die Anerkennung, die aber daraus resultiert, ist für viele wieder Motivation, auch weiterzumachen. War auch zwischenzeitlich die kleineren Preise, die es letztes Jahr gegeben hat, oder die Erwähnungen und auch die Unterstützung, die es seitens der Industrie oder des Handels gegeben hat, hat uns immer wieder motiviert, weiterzumachen. Wie wir damals am 10.04. oder am 9.06. und am 9.06. durch den Sturm Ela und am 10.06. wurden wir ja gegründet. Und wir wurden, ja, das ist eigentlich wieder so ein Kreis, der sich schließt, im Grunde genommen hart wie Kruppstahl. Also
Es ist mittlerweile ein sehr, sehr harter Kern, der sich für andere Menschen einsetzen möchte. Und es sind immer wieder neue Leute, die dazukommen. Es sind einige Leute, die in vielen Themen übergreifend arbeiten. Es sind einige, die sich nur ganz speziell einem Thema verpflichtet fühlen. Aber es sind sehr, sehr viele Helfer, sodass ich also sagen kann, dass wir weit über 3000 mittlerweile sind. Weil jede Hilfe, sei es nur ein Klick auf Gefällt mir auf Facebook oder wie auch immer, macht uns populärer, macht uns stärker, gibt wieder neue Motivation. Und dann galt damals ein Spruch, den viele bei EPA nicht mehr hören, oder bei Essen packt an, kurz vorm EPA, nicht mehr hören können von meiner Seite aus. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, zum letzten Mal sagen, vor einer großen Geschichte, jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und das war damals der Ansatz, den wir einfach zusammengefunden haben. Keiner hätte für Möglichkeiten, dass wir nach diesem Sturm Ela irgendwie noch zusammenbleiben. Es wurden zwar damals während des Sturms sehr viele Freundschaften geknüpft. Damals war auch Fußball-Weltmeisterschaft. Man hat sich abends zusammengesetzt, man hat gegrillt, man hat dann gefeiert. Und es wurden ja sogar politisch von links außen nach rechts außen Freundschaften geschlossen. Man hat sich kennengelernt, weil man hatte nur einen Zweck. Das Anpacken, das Helfen, anderen, für andere Menschen da zu sein. Und es hat sich da eine Eigendynamik, wie es vorhin schon gesagt worden ist, entwickelt, die, glaube ich, auch nicht im Ursprungsgedanke da war. Aber was man sieht, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es auch einen Gründergeist gibt, wie Tobias Becker, der seinerzeit einfach gesagt hat, ich muss was tun. Und er hat dann einfach was getan. Und er hat damit einen Stein ins Rollen gebracht, wo man heute sieht, wo sowas enden kann. Mit einem Stein, den ich hier vorne habe, den Solidaritätspreis 2015. Dann war der Sturm vorbei. Man hatte dann halt Ideen, wie geht es weiter. Aber eigentlich waren diese Ideen, wie es weitergeht, schon in der Gruppe geboren, während das andere noch am Köcheln war. Während man noch gesägt hat, geschleppt hat und Sachen erledigt hat, die mit dem Sturm Ela zu tun hatten. Man hat überlegt, wie sieht es aus um unsere Spielplätze? Weil wie sieht es aus um Kinder, dass die dann möglichst spielen können? Wie sieht es aus mit dem Thema Riesenbärenklau und andere Themen, die alle eine Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, man muss was tun. Und man hat sich dann da zusammengesetzt in kleineren Arbeitsgruppen und man hat dann halt einfach ja, überlegt, was kann ich tun und wie viele Leute habe ich da zur Verfügung. Dann kam Dezember und es kam eine ganz spontane Idee, Kleidung und Klamotten in die Essener Innenstadt zu bringen und auch Suppe und andere Dinge. Und und es war etwas geboren, was warm durch die Nacht genannt worden ist, was mittlerweile in über 20 Städte in Deutschland exportiert worden ist. Teilweise mehr oder weniger erfolgreich, ist ganz klar, gar keine Frage, weil es hatte da auch mit Menschen zu tun, die vor Ort anpacken. Aber es wurde halt exportiert und dass man einfach mal anpacken kann. Ja, und dann hat man die Notwendigkeit durch dieses Streetworking gesehen, als man durch die Essener Innenstadt ging, dass man eine Obdachlosenbotschaft gründete, dass man sich Gedanken macht über Menschen, die keine Krankenversicherung haben, was ist da für eine Lösung, da wäre wiederum der verknüpfende Punkt zu Novitas BKK und wie sieht das alles aus und wo muss man eigentlich anpacken, um zu helfen und jedes Themengebiet wird irgendwie drauf geschaut, drauf geguckt. Es ist halt so, dass, was alle meine Vorredner gesagt haben, dass die Flüchtlingsthematik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Für uns spielt sie auch eine Rolle, aber nur unter der Prämisse, wie auch anfänglich gesagt, das Grundgesetz. Und das Grundgesetz sagt, alle Menschen sind gleich. Und da ist es uns gleich, ob es ein Obdachloser ist, ob es jemand, Mann oder Frau ist, ob es ein Flüchtling ist oder wie auch immer. Es sind alle erstmal prinzipiell gleich. Das heißt also, unser Ansatz kommt von der Seite herein, was kann ich für alle verändern, wenn es einen Missstand gibt? Und nicht, was kann ich für eine Gruppe speziell ändern, außer es geht mal wie um Kinder oder Senioren, dass es dann auch ein spezielles Gebiet ist, klar. Aber sonst sind diese Hintergründe vollkommen egal. Mittlerweile sind ja, wie ich vorhin schon sagte, einige Zahlen im Umlauf, wie viel Essen packt an ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege auch ab und zu mal private Nachrichten, E-Mails, Telefonanrufe von Menschen, die sagten, ihr habt für mich im letzten Jahr was verändert. Ich gucke mehr auf mein Umfeld. Ich schaue mehr, was kann ich tun in meiner Familie oder was kann ich tun in meinem privaten Freundeskreis. Ich glaube, auch das ist ein Stück Essen packt an. Das sind Leute, die wir nicht sehen, die aber irgendwo anpacken und einfach tun wollen und nicht immer wieder
ja, alles beiseite schieben oder ja, das muss ein anderer machen oder dafür zahle ich ja Steuern, deshalb muss es der Staat machen oder wer auch immer, sondern die packen einfach in ihrem Umfeld an. Essen packt an ist, ja, muss man ganz einfach sagen, es gibt zwei Gründerväter von Essen packt an. Tobias Becker, der den Gründergeist hatte, was diese Stadt ja auch immer wieder auszeichnete, dass es auch im unternehmerischen Bereich Gründergeister gibt, wie seinerzeit auch die Firma Krupp entstanden ist. Und der zweite war halt mit einer sehr mutigen Unterschrift Reinhard Pass, der es ermöglichte, dass wir anderen Menschen überhaupt helfen konnten. Weil es gab damals ja noch ein Betretungsverbot und es war alles sehr ja, stringent aufgezeichnet, was wir durften und was wir nicht durften. Und für uns wurde es ein bisschen gelockert, aber wir können natürlich auch froh sein, dass nicht wirklich viel mehr passiert ist, was aber auch damit zu tun hat, dass es menschliche Vernunft gibt. Natürlich werden wir immer auch das Thema menschliche Vernunft und nach vorne setzen und immer wieder auch den anderen ermahnen, nur das zu tun, was er auch sich zutraut und nicht sich übernehmen, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil wir wollen ja alle nur gemeinsam vorwärts kommen und wir wollen, dass unsere Leute auch geschützt sind und nicht irgendwie fahrlässig irgendwo sich in Gefahr begeben. Ich bin immer noch irgendwie überwältigt, den Solidaritätspreis, dadurch, dass ich Lokalpatriot bin und sehr, sehr gerne in Essen lebe und Essen ist meine Heimatstadt, auch gebürtig und ist einfach ein Preis, der aber nicht mir zusteht, der einfach vielen, vielen Menschen, 3000 Leuten draußen zusteht und wofür ich nur stellvertretend stehe und vielleicht sind meine Fähigkeiten und Möglichkeiten das Reden, deshalb stehe ich hier vorne, und aber ich packe auch lieber an und deshalb wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ich freue mich jetzt einfach über diesen Preis mit vielen, vielen draußen.